Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Tyranny. Jo, in der letzten Folge haben wir uns mit Bled Mark angelegt, der nicht mehr hier irgendwo rumliegt, und haben uns sein Zeug geschnappt. Und ich habe eine verzweifelte Abhilfe noch bekommen. Ja, Tränke hätte ich benutzen können, habe ich jetzt aber nicht gemacht im Spiel, schade drum. So, erstmal das Level abmachen und zwar Gewandtheit wäre nicht schlecht, Stärke wäre nicht schlecht. Aber ich denke, Lebenspunkte wäre jetzt gerade am besten. Da sind die nämlich mal auch auf 14. Und dann kann ich mich nur auf Stärke und auf Gewandtheit konzentrieren, wenn ich denn in die beiden was reinpacken kann noch. Ich weiß nämlich nicht, ob ich noch Level 18 erreichen kann. So, Lyra hat auch ein Level abgekriegt. Und für zwei Waffen braucht sie Genauigkeit und Schnelligkeit. Aber ich gebe ihr auch mal mehr Lebenspunkte, da sie recht wenig hat. So. Fähigkeiten. Hätte ich gern den Himmel verdunkeln. Dass ich mal eine Level-Max-Fähigkeit habe. Und damit auch das Achievement freigeschaltet. Und bei Lyra hätte ich eigentlich das hier gerne, oder? Greift sofort alle Feinde in der Gegend an. Dafür bräuchte ich Rausch der Wüter. Oh, das klingt eigentlich auch nicht schlecht. aber nee, ich nehme Fegender Tod. Und dann gucken wir mal kurz ins Questlog. Nimm Tod uns Lehnstreue an. Tunon möchte bei seinem Turm mit dir sprechen. Er wird dir seine Lehnstreue anbieten. Oder mich verraten. Weil ich habe bei Tunon ziemlich viel an Ansehen eingebüßt, dadurch, dass ich Bled Mark getötet habe. Aber vielleicht kann ich seine maximale Gunst noch erringen. So wie bei Ash, indem ich jetzt ihm die richtigen Worte zuflüster. Naja, Nerats Stimmen. Scharlachroter Chor, den maximalen Zorn noch erreichen. Weil bei allen anderen kriege ich das jetzt nicht mehr hin. Ah doch, ich habe maximalen Zorn bei der brausenden Bruderschaft, oder? Oder fehlt mir da noch etwas? Ein bisschen würde mir noch fehlen, okay. Bei Barrack würde mir noch mehr Gunst fehlen, hä? Bei Lyra ebenso. Ebb tötet im Schatten. Tötet im Schatten hasst mich fast. Und Serin. Serin, ja, mit Serin könnte ich noch ein bisschen reden, um ihre Loyalität zu steigern, aber das bringt mir ja jetzt nichts mehr. Das hier hat zum Glück nicht so große Auswirkungen gehabt. Gut, bevor wir jetzt aber mit Tunon reden, reden wir erstmal mit unseren ehemaligen Kollegen, ob sie etwas Neues zu sagen haben. So sprechen wir uns wieder. Lass uns also eine aufrichtige und tiefgründige Unterhaltung führen. Was möchtest du mit mir bereden? Der Schicksalspinder reibt sich den Kiefer, mustert dich interessiert. Komm, lass uns offen sprechen. Wie wird das Gericht wohl ohne Bled Mark zurechtkommen? Trotz all seiner Weisheit legt das Gericht zu viel Wert darauf, rechtliche Präzedenzfälle mit Angst und Paranoia in Grenzen zu halten. Wird interessant zu sehen, wie wir uns in dieser neuen Welt zurechtfinden werden, die du für uns geschaffen hast. Wenn du der Mann ist, fehlt es dem Gericht nicht an Zähnen und Klauen. Fürs Erste aber ist unsere Schattenklinge Geschichte. Mhm. Kallio? Grüße, Brenoir. Du siehst so aus, als bräuchtest du etwas. Kallio neigt ihren Kopf zur Seite. Ein Funken Neugier spiegelt sich in ihren dunklen, scharfen Augen. Was kann ich für dich tun?
Kallio berührt sanft deine Schulter. Wie wird das Gericht wohl ohne blinden Mark zurechtkommen? Das Gericht sollte die Lektion lernen, die das Reich schon verinnerlicht hat, dass alles und jeder ersetzt werden kann. Solange wir das beherzigen, mache ich mir um das Gericht eigentlich kaum Sorgen. Sie verziert ihre Lippen zu einem wissenden Lächeln. Du schriebst, dass du die dunklen Ecken von Terratus erleuchten könntest. Sie wirft einen Blick auf deinen Kader. Ja, in einem privaten Sendschreiben. Einige Dinge werde ich aber nicht besprechen, wenn Außenstehende zuhören. Kallio ansprechen. Alles, was du mir sagen kannst, ist auch für ihre Ohren bestimmt. Ich muss mich mit der Schicksalsbinderin unterhalten, und zwar unter vier Augen. Ja, nehmen wir mal das. Serien verdreht die Augen, als ob mich dieses ganze Geschwätz überhaupt interessieren würde. Bitte entschuldige mich, während ich mich auf die Suche nach einem richtigen Gespräch mache. Vielleicht über die Unzugänglichkeiten der Amtstracht, in die der Richter seine aufgeblasenen Spaßvögel kleidet. Der bullige Mann zuckt mit den Schultern, wie er wünscht. Er begibt sich aus der Hörweite, wo er dann annähernd stramm steht. Ja, Beric ist halt Beric. Beric ist cool. Ich mag Beric eigentlich. Wie du meinst, sie entfernt sich leichtfüßig mit Schritten, die auf dem Marmorboden kein Geräusch verursachen. Ein verschlagenes Lächeln bildet ein Grübchen auf ihrer linken Wange. Ich gestehe, dass ich über kein geringeres Maß an Neugier verfüge, dass ich ab und an einen Blick in den Schatten werfe und ihn manchmal dabei ein Geheimnis entlocken kann. Was hat dein Interesse geweckt? Ich möchte über die Archon und ihre Streitkräfte sprechen. Das ist angesichts der Umstände völlig verständlich. Wie kann ich zu deiner Erleuchtung beitragen? Warum sind die Geschmähten so besessen von ihrer Lebensart? Sie kichert, ein direkter Stoß ins Herz, was? Die kurze Antwort wäre, Graven Ash und die gesamte Stammeskultur, für deren Verteidigung er sich geopfert hat. Dieses Stammessystem ist eindeutig ein Grund für ihre Stärke, wenn nicht die Art und Weise, auf die sie mit dem Archon des Krieges verbunden sind. Versuche, die Stufen zu besetzen, werden von solchen Empfindungen natürlich unterwandert. Noch leiser spricht sie weiter. Wäre da nicht die Angst vor dem Gericht, würde er vielleicht jeden einzelnen Bewohner der Stufen hinrichten, um seine Vorstellung von Ordnung durchzusetzen. Das kann ich mir gut vorstellen. Sie richtet sich auf und verschränkt die Arme. Wenn du dich aber ausführlich über die Geschmähten als militärische Streitkraft unterhalten möchtest, solltest du dich an Schicksalsbinder Nunuval oder Ash selbst wenden. Natürlich könntest du jederzeit auch deinen Freund im Bronzepanzer fragen, sie meint Beric. Sind die Ansprüche von Graven Ash auf das Klingengraben von Nerhards Stimmen auf das Steinmeer in irgendeiner Form von Rechtmäßigkeit belegt? Das ist ein kompliziertes Problem. Rechtlich gesehen wurden die Stufen noch nicht vollständig in Kyros Herrschaftsbereich integriert. Bis das geschehen ist, unterstehen sie nicht uneingeschränkt den Gesetzen des Oberherrn. Was wiederum bedeutet, dass jeder für sich beanspruchen kann, der über genügend Waffengewalt verfügt, sie zu halten. Theoretisch könnte der Oberherr das Gebiet nach seiner Befriedung zerstückeln und aufteilen. In Wirklichkeit aber tendiert Kyros dazu, die Eroberer zu Gouverneure zu ernennen. Auf diese Weise hat der Oberherr viele seiner größten Gebietsgewinne erzielt. Er stellt die Archonen vor die Wahl, sich entweder ein eigenes Königreich zu erschaffen oder zu sterben. Vielen fällt die Entscheidung da recht leicht. Aber nochmal, das ist eine gewaltige Vereinfachung. Man könnte monatelang in Richtung des Horizonts reisen, ohne alle Lande unter der Macht des Oberherrn gesehen zu haben. Letztendlich ist Kyros pragmatisch und regelt die Herrschaftsverhältnisse eines Territoriums, so wie es am besten ist. Wie groß ist die Kontrolle der Archonten über das Territorium, das ihnen gewährt wurde? Wie lange wirst du in der Bastardstadt bleiben? Auf diese Frage gibt es so viele Antworten, wie wir Archonten haben. Wenn es ums Führen ging, war das schon immer eine Frage des persönlichen Stils. Wie du mit deinen Rekruten umgehst, unterscheidet sich krass davon, wie Rugalus seine Schreibfeder befehligt oder wie Nunuval seine Dienstmänner ausbildet. Dasselbe geht auch für unsere Archonten. Das Gericht des Richters hat beispielsweise kaum Ähnlichkeit mit Erana Esse und noch weniger mit Kakophonie. Für den Oberherrn gehört das zum Privilegienrecht. Solange ein Archon Kyros gegenüber loyal bleibt,
und das Gesetz aufrechterhält, darf er sein Herrschaftsgebiet so regieren, wie er will. Deshalb scheinen sich manche Territorien so extrem zu unterscheiden. Wenn man ganz Terratus bereist, so heißt es, findet man sich jede Spanne in einem anderen Reich. Und all diese Reiche haben nur das Gesetz des Oberherrn als gemeinsamen Nenner. Auf gewisse Weise ist unser Gesetz also unser Gericht, das Blut in den Adern des Reiches. Wir sind die Ordnung, die Zivilisation erst ermöglicht. Ich habe gehört, dass die Beziehung eines Archonten zu seinem Territorium im Laufe der Zeit unvorstellbar tief werden kann. Gewissermaßen verschwimmt die Trennung zwischen ihm und ihrem Land. Ogalus hat beispielsweise eine Vorliebe für die Geschichte von Mormanus aus dem Morast. Aber denk nur an Kern und das Steinmeer. Anhaltende Edikte sind eigentlich keine Seltenheit und sie formen die Lande auch, während das die Archonten Verwalter tun. Und während sie die Archonten selbst formen. Zusammengenommen ist alles ziemlich verworren. Was unterscheidet Archonten von anderen Magiern? Sollte diese Frage nicht besser unserem geschätzten Schicksalsbinder der Überlieferung gestellt werden, fragt sie grinsend. Da du aber mich fragst, suchst du wohl eher nach einer praktischen Antwort als nach einem akademischen Vortrag. Ich jedenfalls bin der Ansicht, dass Magier nur imitieren. Sie nehmen sich die Gilde der Archonten vor, untersuchen sie nach Geheimnissen, drehen und wenden sie, experimentieren mit ihnen und merken sich die verschiedenen Formen, die sie annehmen können. Durch ständiges Üben lernen sie dann, bestimmte und eigenständige Effekte auszuführen. Archonten kennen solche Behelfe oder vergleichbare Einschränkungen nicht. Ihre Macht kommt nämlich aus dem Inneren, nicht von irgendeiner externen Vorlage. Jeder Archont verfügt über charakteristische Talente. Manche dieser Fähigkeiten waren zuvor gänzlich unbekannt. Manche bekannte Kräfte dagegen werden auf neue Weise manipuliert. Darüber hinaus können sich diese Fähigkeiten im Laufe der Zeit verändern und so stärker und flexibler werden. Wie man zum Archonten wird? Welches Zusammenspiel von Ereignissen ihrer Fähigkeiten hervorbringt? Aus welcher Quelle beziehen sie ihre Macht, wenn sie der Welt ihren Willen kundtun? All diese Fragen übersteigen mein Wissen. Vielleicht könnten wir Diarogalos oder der Richter diesbezüglich mehr erzählen. Und da gibt es natürlich immer noch die Archontin der Lieder. Angesichts ihrer mangelnden Disziplin beim Sprechen könnte sie für diese Frage die beste Ansprechpartnerin sein. Über welche Fähigkeiten verfügt Archontunon? Abgesehen von seinem brillanten Rechtsverstand, seiner unvergleichlichen Bildung und seines konkurrenzlosen Robengeschmacks, sie kichert leise und kurz. Das weiß niemand. Zu den berüchtigsten Fähigkeiten des Richters gehören seine Urteile. Schreckliche Strafen von mystischem Gewicht können Individuen in Eisblöcke einschließen und verurteilte Brandstifter in Flammen aufgehen lassen. Das einzige gleichbleibende Leitmotiv seiner Macht ist, dass er seine Magie nur gegen Personen richtet, deren verbrecherische Schuld er festgestellt hat. Aber wer kann schon sagen, ob das sein eigener Wille, eine Beschränkung seiner Macht oder eine Kombination davon ist? Das ist alles, er kann Missetäter bestrafen? Sie senkt ihre Stimme und lehnt sich näher zu dir heran. Es wird angenommen, sagt sie und wirft Rogal seinen kurzen Blick zu, dem das vertieft in eine Schriftrolle überhaupt nicht auffällt. Dass diese Urteile irgendwie mit den von Oberherrn verkündeten Edikten in Verbindung stehen? Also es wird angenommen, dass sie in Verbindung stehen. Dass sich Archontunon teilweise derselben Macht bedienen kann, weil er für Kyros spricht. Ich sage nicht, dass ich das nicht glaube, aber auch Kern konnte ganze Berge dem Erdboden gleich machen. Und seine Beziehung zum Oberherrn war zu keinem Zeitpunkt besonders herzlich. Ansonsten zeigt der Archont der Gerechtigkeit seine Fähigkeiten nicht offen. Ich habe gehört, dass er die Präsenz einer kriminellen Tat an einem Beschuldigten riechen kann. Manche behaupten gar, er könne die letzten Augenblicke eines Mordopfers sehen, indem er die Flüssigkeit aus dessen Augen trinkt. Anderen zufolge kann er die Wahrheiten am Klang der Worte vom Lügen unterscheiden. Das Stufenvolk verbreitet natürlich dasselbe Gerücht über uns. Sie kichert, und ich werde sie auch nicht korrigieren.